Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Video Extremwertprobleme mit funktionaler Nebenbedingung. Klingt fast genauso wie letzte Woche, es hat sich genau ein Wort geändert. Dieses Wort verändert auch genau eine Sache, nämlich eine Betrachtung der Nebenbedingung. Und um was es dabei geht, schauen wir uns jetzt gleich mal an. Genau, und zwar starten wir direkt mit einem Beispiel. Gegeben ist eine Parabel mit der Gleichung f von x gleich 12 minus x². Der Definitionsbereich hier nur im Positiven, und zwar von 0 bis Wurzel 12. Jetzt seht ihr schon, die Parabel ist nicht gegeben und wir haben uns gedacht, es wäre ganz gut, mal selber darüber nachzudenken, wie die Skizze dafür aussieht. Wir haben hier rechts schon mal ein Koordinatensystem dafür. Vielleicht schreibt ihr euch mal die Aufgabenstellung ab und übernehmt das Koordinatensystem so ins Heft und dann überlegt euch, wie sieht 12 minus x² aus? Wie kann man sich dem Ganzen denn annähern? Ja, vielleicht ein kleiner Tipp. Also x² ist ja auf jeden Fall schon mal eine Parabel. Gut, das steht ja auch schon da. Wegen dem Minus ist diese Parabel ja, also gedreht eigentlich, also ist nach unten geöffnet. Mhm. Und was macht das 12? Das 12 ist der y-Achsenabschnitt. Das heißt, wir wissen, für den Wert 0 muss es durch die 12 gehen. Kleiner Hinweis noch, ihr müsst jetzt hier keine y-Achse mit einer Skalierung bis 12 machen, sondern legt irgendwo die 12 fest. Es soll ja nur eine Skizze sein. Und ihr seht unsere Skizze in 3, 2, 1. Okay, so oder so ähnlich sollte eure Parabel aussehen. Wichtig ist eben, dass es hier oben durch 12 geht. Gut. Diesem Parabelbogen soll ein rechtwinkliges Dreieck einbeschrieben werden, bei dem eine Seite auf der x-Achse liegt, ein Eckpunkt im Ursprung und ein weiterer Eckpunkt auf dieser Parabel hier. So könnte dieses Dreieck aussehen. Wichtig ist, was für ein spezielles Dreieck ist das? Das ist ein rechtwinkliges Dreieck und das können wir auch direkt einzeichnen. Hier unten ist nämlich ein rechter Winkel. Gut. So. Jetzt steht hier, bestimme die Koordinaten von P so, dass die Fläche des Dreiecks extremal wird. Dieses P, das zeichnen wir jetzt vielleicht auch mal ein. Mhm. Ich mache ein Kreuz an der Stelle. Gut, was für Koordinaten hat P denn? Ja gut, wir haben ein Koordinatensystem mit X- und Y-Achse, also würde ich jetzt auch allgemein einfach X und Y wählen. Okay, so, dieser Punkt mit seinen Koordinaten X, Y, was bedeutet das automatisch für unser Dreieck? Es wird gerade eben schon ein bisschen die Farben angedeutet. Naja, hier unten die blaue Seite, die geht ja gerade so weit rüber, wie der x-Wert von p ist. Und die grüne Seite y, die geht genauso weit hoch, wie der y-Wert von p ist. Das heißt, wir können das x und das y hier eigentlich auch mit dazu schreiben. Genau, ich mach das mal. Jetzt müssen wir also mit diesen beiden Dreiecksseiten irgendwie die Fläche des Dreiecks beschreiben. Wenn ich mehr weiß, wie das geht. Du hast was vorbereitet, gell? Ja, Kleinigkeit. Eigentlich nur ein Tipp, und zwar zum Beispiel kann man bei Wikipedia oder so wunderbar nachgucken, Flächeninhalt eines rechtwinkligen Dreiecks, gerade einfach mit dem Smartphone, das wahrscheinlich sowieso neben euch liegt. Man kann auch mal was anderes machen als Instagram, Snapchat oder WhatsApp. So, wenn ihr die Formel dann habt, dann stellt doch mal mit x und y den Flächeninhalt des Dreiecks auf und das ist wieder unser Schritt 1. Und die Lösung dafür gibt es in 3, 2, 1. So, die Fläche eines Dreiecks ist ja einfach ein Halb mal Grundseite mal Höhe. Die Grundseite ist hier x. Genau das. Und die Höhe ist nach oben also y. Perfekt. Das heißt, bei uns ist ganz einfach, a ist ein Halb mal x mal y. So, als zweiten Schritt brauchen wir immer die Nebenbedingung. Die Nebenbedingung soll einen Zusammenhang zwischen x und y irgendwie darstellen. Und oft war dann Tipp irgendwie im Text versteckt, aber hier ist ja gar keiner. Wie machen wir denn das hier? Ja, richtig. In den letzten Aufgaben, die wir im Unterricht zusammen gemacht haben, waren das mehr solche Sachen wie, es soll eine bestimmte Länge erfüllt werden von irgendeinem Material, es ist schon eine Menge da oder ähnliches. All das haben wir nicht. Die Aufgabe verrät uns aber einen anderen Zusammenhang von x und y, und zwar oben in der Funktion. Eigentlich kommt da nur x vor, aber ich sehe da drin auch y. Wo denn? Ja gut, f von x kann man ja auch schreiben als y. Das heißt, wir hätten hier y ist gleich 12 minus x². Okay, und das ist schon unsere Nebenbedingung. So einfach. So, haben wir hier notiert. Das Schöne ist, wir müssen hier gar nicht umformen, sondern wir können das hier, so wie es ist, direkt hier oben einsetzen. Dann kriegen wir unsere Zielfunktion, die nur von einer Variablen abhängt, nämlich x, und können die auch gleich ein bisschen vereinfachen. Das macht ihr am besten gleich nochmal selber. Und die Lösung hierfür gibt es in 3. 2, 1. So, wir haben hier die Zielfunktion. Wie gesagt, das Einsetzen war hier ganz einfach. Wir haben es auch vereinfacht zu 6x minus 1 halb x hoch 3. Gut,
Wir müssen auch hier nochmal uns kurz Definitionsmengen, die wir einsetzen dürfen, überhaupt klar werden. Und hier ist es ganz einfach, umsteht sie ja einfach schon für x. X ist nämlich Element von 0 bis Wurzel 12. Das stimmt doch, oder? Ja, das können wir uns überlegen. Und zwar machen wir das an der Funktion, aber bevor sie ausgeklammert wurde, x darf nicht kleiner als 0 sein, denn sonst würde dieser vordere Faktor hier negativ werden und damit eine negative Fläche rauskommen, was Quatsch ist. Und hier hinten darf x nicht größer als Wurzel 12 sein, denn Wurzel 12 im Quadrat gibt gerade 12, dann käme hier 0 raus. Wenn es was Größeres wäre, würde die ganze Klammer negativ werden. So, damit haben wir hier nochmal unsere Definitionsmenge notiert und jetzt kommen wir zum Schritt 4. Ja, und bei dem Schritt sollen wir die Extremwerte der Zielfunktion bestimmen. Wir haben das letztes Mal im letzten Video schon gemacht, solltet ihr im Heft haben, da könnt ihr einfach nachgucken. Und dann gibt es die Lösung in 3, 2, 1. Gut, zunächst mal haben wir die erste Ableitung gebildet, das dürfte relativ klar sein, die gleich 0 gesetzt. Dann kommen einige Äquivalenzumformungen, die wir jetzt weggelassen haben. Rauskommen sollte x² gleich 4 und wir haben die Lösung x gleich 2. Stopp, x gleich 2. Wenn man x² gleich 4 hat, kriegt man immer zwei Lösungen. Das ist ganz wichtig. x1 gleich minus 2 und x2 gleich 2. Das Richtig. Hat man immer gesagt. Aber was haben wir hier oben definiert? Achso, gut. X ist nur zwischen 0 und Wurzel 12. Das heißt, minus 2 liegt nicht im Definitionsbereich. Richtig. Deswegen haben wir nur x gleich 2. Wie geht es damit weiter? Gut, dann müssen wir das in die zweite Ableitung einsetzen. Die zweite Ableitung müssen wir erst bilden. Die ist minus 3x. Wenn wir es da einsetzen, dann kriegen wir raus a' von 2 ist minus 6. Das ist kleiner 0, deswegen haben wir einen Hochpunkt. Genau, so, darum ging es auch. Wir sollten ja so bestimmen, dass die Fläche extremal wird. Allerdings, es ist diesmal nicht die Fläche gesucht, sie soll nur extremal werden. Nach dem Wert wird gar nicht gefragt, sondern wir sollen die Koordinaten von P bestimmen. Die eine Koordinate haben wir, das ist x. Und die andere? Gut, die andere ist y, die kriegen wir ja aus der Nebenbedingung, was ja eigentlich unsere Funktion ist. Also aus y ist gleich 12 minus x Quadrat. Da setzen wir x ein. Also steht der y ist 12 minus 2 Quadrat. 2 Quadrat ist? 4. Also 12 minus 4 ist? 8. Das steht ja. Damit haben wir die x- und die y-Koordinate von unserem gesuchten Punkt und wir können notieren. Für p 2, 8 wird der Flächeninhalt des Dreiecks also maximal. Gut, und auch dieses geänderte Verfahren schreiben wir uns jetzt nochmal allgemein auf. Dieser Regelkasten entspricht nahezu exakt dem vom letzten Mal. Geändert hat sich natürlich nur der Schritt 2, denn die Nebenbedingung ist jetzt eben der funktionale Zusammenhang der Variablen aus dem Schritt 1. Diesmal war der gegeben, weil die Funktion direkt gegeben werden ist. Uns werden aber auch Aufgaben begegnen, da muss man die Funktion leider erst aufstellen. Ja, ihr müsst aber nicht alles nochmal abschreiben. Ach, gut. Nein, nein, sondern wir haben eine geänderte Variante hiervon, wo einfach der Schritt 2 nochmal neu drin ist, und zwar hier. So, wir schreiben nur neu auf Schritt 1 und 3 bis 5. Wir sprechen im Vorgehen wie bei dem Extremwertproblem mit geometrischen Nebenbedingungen. Neu ist nur der Schritt 2. Wie schon gesagt, die Nebenbedingung ist hier der funktionale Zusammenhang der Variablen aus 1. Gut, zu eigentlichen Aufgaben geht es jetzt heute ebenfalls nicht mehr, denn wir haben schon sehr ausführlich diese erste Einstiegsaufgabe gemacht. Solltet ihr die nicht ins Heft übernommen haben, dann macht ihr das bitte noch nachträglich und weitere Aufgaben. Komm im Unterricht. Gut, das war's für heute. Bis dann. Ciao. Hey, wir sind's nochmal. Und zwar haben wir noch zwei kleine Tipps für euch. Der erste Tipp wäre ein Video, was hervorragend zu dem aktuellen Video passt. Und vielleicht habt ihr ja noch nicht unseren Kanal abonniert. Dann würden wir euch empfehlen, macht das. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, das war's jetzt aber wirklich. Ciao. Tschüss.